10:01 Uhr und damit herzlich willkommen zu unserem Pionierlabor 2022. Ein paar Plätze sind noch frei, aber die werden noch dazu stoßen. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir das mit euch jetzt hier machen dürfen. Wir waren 2020 im Januar das letzte Mal hier und zum letzten Mal mit dieser Art von Veranstaltungen in dieser Größe mit unserem Netzwerk zugange. Und dann haben wir alle zusammen zweieinhalb Jahre Pandemie durchgestanden und jetzt sind wir wieder live hier. Das ist toll und schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass wir das bis morgen Mittag zusammen gestalten dürfen. Ich bin Thorsten, ich leite das ISB. Ich begrüße euch alle zusammen. Wir haben natürlich in der Liste geguckt, es sind Kollegen dabei, die sind jetzt seit Jahrzehnten mit uns verbunden. Die sind wieder hier, das freut uns sehr. Wir haben die Beitragenden, die ich ganz herzlich begrüßen möchte, die die Tage mit uns gestalten. Ich begrüße ganz herzlich auch die Pandemiezeit mit uns gut durchstanden haben. Das sind die Gruppen, die jetzt in den letzten zwei Jahren liefen. Und natürlich die Plus-Einser, die ich nochmal gerne begrüßen möchte, also eure mitgebrachten Kolleginnen und Kollegen und Partner und Kunden, die ihr zu dieser Art ISB-Veranstaltung mitgebracht habt. Ja, ISB ist ja für viele eine Tankstelle, ein Ort der Begegnung, eine professionelle Heimat, sagen auch viele. Und das soll es auch in den nächsten anderthalb Tagen sein. Wir haben ganz viel vor. Ich gucke schon zu Jutta, die guckt nämlich gleich auf die Uhr. Ich möchte aber dennoch ein paar wenige Sätze sagen zu dem Pionierlabor, zu der Idee. Was ist Pionierlabor? Wir sind vor einigen Jahren zu dem Punkt gekommen, was machen eigentlich unsere Teilnehmenden draußen so? Natürlich erleben wir das ständig in den Seminaren, da wird ja ganz viel Praxis auch mit eingebracht und daran gearbeitet. Und dann ist aber so, ja, was machen sie dann danach noch? Und dann haben wir gedacht, das ist doch eigentlich eine schöne Idee, die Dinge, die ihr draußen macht, wo ihr auch Pionierarbeit leistet, so ist dieser Begriff entstanden, dieser Titel, diese Projekte, diese Vorhaben auf die Bühne zu holen und ein Forum zu gestalten von Praktikern für Praktiker. Das ist das Pionierlabor. Und da haben wir einige, wirklich zahlreiche Projekte dabei in ganz unterschiedlicher Couleur, die wir uns angucken werden und die wir immer dafür nutzen wollen, mit euch gemeinsam daran weiterzudenken, weiterzulernen, weiterzuentwickeln. Das ist die Idee. Also Praxisforum fürs gemeinsame Weiterdenken und fürs gemeinsame Weiterentwickeln. Uns ist immer wichtig, dass das möglichst authentisch ist. Also wir haben immer so gesagt, gerne wenig Hochglanzpräsentationen, sondern, und das ist, glaube ich, auch jetzt in den Vorgesprächen ganz gut zusammengekommen, wenig Hochglanzpräsentationen, mehr so mit allem, was dazugehört. Für Transformation gibt es eben Licht und Schatten, es gibt ein Scheitern und ein Wiederaufstehen. Also diesen Spirit hier auch in der gemeinsamen Zeit den leben zu lassen. Und das haben wir auch mit den Beitragenden besprochen. Und das ist auch direkt auf Zustimmung gestoßen. Das wird euch die nächsten anderthalb Tage begegnen. Vielleicht noch zum Thema Du. Wir schlagen immer gern das kollegiale Du vor. Ich glaube, das ist hier eh schon durch die Flure gewandert. Also lade ich euch gerne ein, ins Du zu gehen. Ja, ich danke euch jetzt schon für die beitragen. Da haben wir wirklich ganz vieles Nettes dabei. Und ich danke auch jetzt schon meinem ISB-Team. Die stehen hier alle so. Vielleicht hebt ihr gerade mal die Hand, wer ihr alle seid. Die sind alle für euch auch da die nächsten Tage, wenn ihr noch was habt als Anregung oder als Wunsch für das, dass es uns gut geht. Heute Abend wird es uns hoffentlich auch gut gehen. Da haben wir nämlich einen gemeinsamen Abend, wo wir zusammen sitzen und essen und trinken. Das wird dann der Tagesabschluss sein. Ja, jetzt eine kleine Rahmung zum Thema Team. Wir werden ja ganz viel hören zum Thema Team, aber eine kleine Rahmung vorneweg. Was hat, denkt ihr, dieses Bild mit dem Thema Team zu tun? Also klar, es ist eine Fußballmannschaft. Es ist ein Team. Ein Team ist ja bei uns eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam Verantwortung tragen für das Erreichen eines Ziels. So haben wir Team definiert, also eine Verantwortungsgemeinschaft. Jetzt gibt es aber hier an dem Bild eine spezielle Sache, da bin ich nämlich auf dem Foto. Hat jemand eine Idee, wer das sein könnte? Ein
Ja, das ist gut, das ist gut. Ich mach's mal, ich blende es mal ein. Das hier. Im zarten Alter von 18 Jahren, 17, 18 Jahren, also es ist ungefähr 30 Jahre alt, dieses Bild mit langen Haaren, wie ihr sehen könnt. Meine fußballerische Zeit in der A-Jugend. In meinem Heimatverein. Und warum habe ich das dabei? Ich bin in der Vorbereitung so natürlich nochmal auf das Thema Team eingegangen, habe gedacht, was sind denn meine eindrücklichen Erlebnisse zum Thema Team? Und da ist mir jetzt aufgrund dieser Vergangenheitsepisode der Sport eingefallen, der Fußball, das Fußballspielen. Und da sind mir nochmal so drei Dinge aufgepoppt. Einmal, also was man an einer Fußballmannschaft einfach toll studieren kann, es ist natürlich eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgt, nämlich möglichst gut sportlich abzuschneiden gegenüber der Gegnermannschaft. Was aber da so klar wird, ist, dass wir bei einem Team, bei einem Fußballteam verschiedene Kompetenzen, verschiedene Talente und Neigungen brauchen und dann möglichst divers. Wir können nicht den Stürmer, der eigentlich ein guter Stürmer ist, dann plötzlich hinten in die Abwehr stellen. Das funktioniert meistens nicht gut. Also deswegen der erste Perspektive, wir brauchen Diversität und wir brauchen natürlich Talente und Neigungen so eingesetzt, dass das möglichst zum Team passt. Dann das Thema Identität und Team Spirit. Die Mannschaftssport machen und die auch da Erlebnisse hatten, die kennen das auch. Es gibt ja dieses Moment, wo so ein Team über sich hinauswächst, wo der große FC Bayern von irgendeiner kleineren Mannschaft geschlagen wird, obwohl sie faktisch eigentlich schlechter sind. Aber dieses Momentum, da wächst ein Team über sich hinaus und plötzlich wird Unmögliches möglich. Auch das ist eine interessante Sache, die man beim Teamsport gut beobachten kann. Und das Letzte, das finde ich auch besonders interessant, zum Thema Führung und Steuerung. Ein Trainer hat immer eine Idee, was ein Spielsystem sein könnte, wie man da jetzt antritt. Und am Ende ist es aber doch das Team, was spielt. Also die Frage von Balance zwischen horizontalem Miteinander und vertikaler Steuerung. Und was gibt man als Rahmen, als Verantwortlicher vor? Aber der Rahmen wird dann ausgefüllt von dem Team entsprechend. Also da, und das wird uns eben auch die nächste Zeit hier beschäftigen, wie viel kann ich vertikal reintragen, reinstellen und wie viel muss horizontal gemeinsam ausgefüllt werden. Das ist eben auch besonders fürs Team interessant. Und das Schöne ist, dass wir jetzt zu all diesen einzelnen kleinen Fragmenten, natürlich könnte man zum Team noch jede Menge mehr sagen, auch Beiträge haben werden, die wir uns jetzt gleich angucken werden. Also wir haben auch zu diesen Perspektiven tolle Beispiele, tolle Projekte, die Beitragenden mitgebracht haben.